Man muss nicht gleich Jean-Jacques Rousseau bemühen oder im Jubiläumsjahr des Woodstock-Festivals Can't Heat und You're Going Up the Country, um festzustellen, dass es sich auf dem Land gut leben lässt. Wie die größere Hälfte der Bevölkerung, der Menschen in Deutschland, lebe auch ich dort und das tue ich sehr gern. Trotzdem, es wird leerer auf dem Land, wie eine Bertelsmann-Studie im April letzten Jahres zeigt. Der Trend in die Stadt hat zur Folge, dass vielerorts die Infrastruktur wegbricht. Sparkassen, Bäckereien, die heute schon oft zitierten Schwimmbäder, Bibliotheken und die Kinos in den ländlichen Regionen haben einen schweren Stand. Darauf reagieren die Fraktionen von CDU/CSU und SPD mit dem vorliegenden Antrag. Sie weisen auf die guten Seiten ländlicher Räume hin, den günstigen Wohnraum, niedrige Lebenshaltungskosten, Bräuche, Traditionen und viel Natur. So weit, so gut. Dem vorliegenden Antrag fehlt aber etwas Entscheidendes. Der Antrag begnügt sich damit, die Existenz vorhandener Bundesinitiativen für ländliche Räume zu loben und macht sich nicht die Mühe, die unterschiedlichen Bedarfslagen und Chancen zu analysieren und Lösungsansätze zu formulieren. Dabei sind ländliche Räume genauso unterschiedlich wie Stadträume. Darauf haben Ihre vorhandenen Programme ganz augenscheinlich keine Antworten geliefert. Frau Staatsministerin Grütters hat es neulich in Dresden eigentlich ganz richtig gesagt, nämlich, dass Kunst nicht gefallen muss und nicht dienen soll. Über diese Formulierung habe ich mich sehr gefreut. Ich kenne sie auch. Sie stammt aus der Brüsseler Erklärung zur Freiheit der Kunst. Aber das Bekenntnis zur Freiheit der Kunst ist nicht wohlfeil. Es nimmt uns auch in die Pflicht nämlich auch der Versuchung zu widerstehen, die Kunst und Kultur zum Vehikel für alles und jedes zu machen. Auffällig ist auch der Verweis auf das bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement. Und ja, es ist wunderbar, sich zu engagieren. Ich habe in meiner Region viele Beispiele, das alte Spital in Viechtach, das Café Holler in Deckendorf. Solche Initiativen gibt es zu Tausenden in ganz Deutschland. Und die bereichern ganze Regionen und jeder Einzelnen, der ihnen begegnet. Dieses Engagement hat sicher was mit Berufung zu tun. Aber es basiert auch in viel zu großem Maße auf Selbstausbeutung. Kulturförderung darf sich nicht ausruhen und sich selbst auf die Schultern klopfen, so wie es dieser Antrag tut. Und jetzt zu fordern, dass die bürokratischen Hürden niedriger werden sollen, ist wirklich dürftig. Das hätte doch schon längst passieren können. Diese Koalition ist eigentlich schon lange genug in der Regierung. Bei Licht betrachtet müssen wir sagen, dieser Antrag führt uns ungewollt einmal mehr die Versäumnisse dieser Koalition vor Augen. Stärkung der Kultur im ländlichen Raum geht nicht ohne eine deutliche Stärkung der Infrastruktur im ländlichen Raum. Und das gilt auch für Künstlerinnen, denn Kultur braucht den Austausch mit einem schöpferisch tätigen Umfeld. Zudem muss klar sein, auch ein überzeugendes Programm wie etwa Trafo produziert nicht einfach über Nacht kulturaffine Museumsbesucherinnen. Wege in die Kultur müssen früh gelegt werden durch mehr niedrigschwellige Kulturangebote, Proberäume und Ateliers, durch die Stärkung soziokultureller Zentren und letztlich ganz einfach vielleicht auch dadurch, dass es nachts auch einen Bus gibt, der mich ins Kino oder in den Club bringt und danach wieder nach Hause. Ich danke Ihnen.